Freundin und Geliebten gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier in der Taverne und haben ein bisschen Gwent gespielt, haben rausgekriegt, dass wir nach Yennefer bei den Nilfgaardern nachfragen müssen. Und jetzt gibt's Ärger. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Dein Arsch gehört mir! Nicht nachlassen! Was zum Teufel! Aua! War nicht rückzutreffen. Der Hurensohn hext hier rum. Ja, ja, ja. Haben wir irgendwas bei euch, das ich abnehmen kann? Nee. Hier ist irgendwas in Kisten. Ein altes Ziegenfell. Noch ein altes Ziegenfell. Ja. So, ich könnte eigentlich auch nochmal reingehen und. Ah, nee, ich hab ja alles Geld ausgegeben beim letzten Mal. Ich dachte schon, weil ich hätte vielleicht mir die Gwent-Karten kaufen können, die das Mädel da hatte. Aber hier gibt es ganz schön viel Zeug. Vielleicht kann man das auch verkaufen. Für teuer Geld. Ich glaube eher nicht für teuer Geld, aber... Kann ich irgendwas daraus herstellen und dann für teuer Geld verkaufen. Ja. Schau mich nicht so an. Wir benutzen mal Plötze. Wo ist denn Plötze? Plötze heißt ja jedes Pferd. Was der Geralt gut hat. Und das ist ganz schön störrisch. So. Reiten wir mal direkt. Bringst du ein Geld hier mit mir? Ich heiße jetzt Werber. Ja, das Anschlagsbrett. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen. Kommandant Peter Sagrilleve. Schon wieder diese komischen Namen. Zum Thema der Gesetzgebung zu sprechen zu hören, welcher auf Befehl unseres allergnädigsten Herrscher Emrya war Emres, alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner von Weißgarden sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Laune. Gute Leute. Ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsternes Zeitalter bald einen strahlenden neuer Ära erreichen. Ja, okay. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf den Befehl des Führerstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Okay. Eine Schaufel oder Pike aus eigenen Beständen mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchten der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um die Sicherheit bemüht ist und nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen? Heißt es nicht mit dem Stock geschlagen? In den Stock geschlagen. Egal. Gezeichnet Kommandant Peter Saar, Idiot. Ja. Gesucht Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutze der Dunkelheit aus der Armeelager geflohen. Der Gesuchte, ein Rekrut, der kürzlich freiwillig zu den Reihen seiner kaiserlichen Majestät gestoßen ist, wird Odrin genannt. Er behauptet, gebürtiger Kettwener zu sein, aufgrund der verfehlten Herrschaft König Hensels jedoch beschlossen zu haben, zur kaiserlichen Armee zu stoßen. Doch er war nur zwei Tage lang Teil der genannten Institution. Dabei hat er genug gegessen und getrunken, dass es für ein ganzes
Dragoner-Regiment reichen könnte. Wer Informationen über den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Deserteurs hat, soll sich sofort bei der Garnison melden. Beschreibung. Untersetzt, drahtig, schütteres Haar, er floh in Unterwäsche, indem er sich durch das Abwassersystem der Latrinen zwängte und riecht vermutlich entsprechend. Charakteristische Kennzeichen, leicht an der Reibeisenstimme eines gestandenen Alkoholikers zu erkennen. Wer dem Deserteur Hilfe oder Unterstupf gewährt, wird sich vor dem Kriegsgericht verantworten müssen. Zusatzration. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur Empfängern abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Mist. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastion ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben, an der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastien zu gehen, oder Bastion, kann egal. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dune Willenwert. Okay, also wissen wir, die Kaiserlichen hier versuchen sich bei den Leuten einzuschmeicheln. Was sagst du? Und ein paar Leute desertieren aber irgendwie trotzdem. Also alles wie immer. Also hier ist auch noch eine Quest. Nehmen wir direkt mal an. Ja. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war? Dem werde ich's zeigen! Möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war? Dem werde ich's zeigen! Ja. Na komm, wir suchen jetzt mal eben. Wenn wir schon mal hier sind, ne, können wir das auch suchen. Außerdem gibt's hier tolle Zeugs. Schau mich nicht an! Oh, Hexersinn. Wir sollten die Quest auch vielleicht mal aktivieren dann. Nebenquest ist das bestimmt. Hier durchgeknallter Brandstifter. Ist hier irgendwo irgendwas Interessantes? Spuren oder so? Hier sind doch Spuren. Haha, ich habe Spuren gefunden. Koali der Spuren. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Irgendwie ist meine Grafik heute ein bisschen merkwürdig. Was soll ich sonst? Eigentlich nicht, wenn ich dieses Spiel spiele. Aber naja. Muss ich jetzt mit leben. Pisse. Und ihr auch. Und Schnaps.
Säuferinsel. Okay. Oder hat sich Mut angetrunken, damit er sich traut, ein Haus in Brand zu stecken, nachts? Mehr Kräuter. Alle mit. Hm? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Hm. Oh, eine Kiste. Eine Angel, ein Fischernetz und Öhren. Öhren. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Wegen der vielen Leichen. Es ist sicherlich giftig. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nie im Leben. Lieber bin ich krank, als dass ich einen Geist aufscheuche. Aha, also in Hüttel ist ein Geist in einem Brunnen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Ganz cool gemacht, dass die Leute hier... Hat seine Stiefel im Schilf verloren. So eine Sache reden. Haben die denn das Quest auch für mich hier? Das ist ein anständiges Dorf. Ja, natürlich. Ich habe das nicht bezweifelt. Meine großen Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Die Spur führt wieder ins Dorf. Junge, ist einmal im Kreis gelaufen, der Mensch. Und verhört. Brandstifte. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ich mache mir eine Schleuder und jag ihn. Ja, so war es. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Ja, ich bin ja auch noch nicht lange hier. Was hat der alte Ernst noch prophezeit, bevor er den Löffel abgab? Das ist hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Hallo, Frau Bauer. Schnief, ja. Früher waren wir arm, heute haben wir einen Aufzug. Rauben wir die aus. Hier, nehmen wir alles mit an. Der Brandstifter beherbergt. Der kann auch Sachen entbehren. Ah, hier. Ah, hallo. Spuren von ertrunkenem Clown. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Nee. Brandstifter mag ich nicht. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Nö, machst du nicht. Ganz ruhig, komm jetzt. Ich mag das Axi-Zeichen. Ist doch das Axi-Zeichen, ne? Ja. Das hat auch schon in dem zweiten Teil dazu einem zu meinem Lieblingszeichen gehört. Mich entschuldigen. Na komm. Suchst du Ärger? Eigentlich suche ich ja, bedecke dein Haupt. Gucke mich nicht an. Betrunken und dann noch unter Axi-Zeichen-Einfluss. Das kann ja nicht gut gehen, Leute. Ich würde dem jetzt so gerne ein bisschen in den Hintern treten hier. Mutant. Ich kann ja ein bisschen hier Kräuter sammeln gehen auf der Ecke. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Na los doch, hier. Schneller Peller. Meine Güte.
Kinder, deswegen keinen Alkohol trinken. Dann lauft ihr irgendwann auch so durchs Dorf. Nö. Und steckt irgendwelche Schmieden in Brand. Englisch wieder neue Sachen. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt, dann fällt Tatsache, er ins Bett und stößt sich nicht ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Chatty. Hör mir gut zu. Du singst das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Chatty. Aber... Na komm, ist ja nicht mehr weit. Lauf und hüpf und zack. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Naja, das ist jetzt ja nur auch nicht so... Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. 20 Kronen. Wahnsinn. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mal, was hast du denn so? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Gambeson. Jägerhose, Jägerstiefel. Ja, das kann ich mir alles momentan nicht leisten. Leb wohl. Das kann ich mir gerade alles nicht leisten. So, dann... Plötze? Hallo? Plötze? Plötze? Dämliches Pferd, komm her! Jetzt muss ich wirklich irgendwie ums Haus rumlaufen. Natürlich, das Pferd ist wieder am Fressen, ey. Da würde ich auch nicht kommen, wenn ich irgendwann pfeift. Ja. Und los. Komm schon! Jawohl, komm schon. Oh, die Steuerung ist. Man muss sich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Eine Quest. Und Jump. Und sammel. Oh, eine alte Frau. Einen alten Frauen helfen. Man hilft noch immer Schlüssel gern. Verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu.
Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Na gut. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Tür aufbrechen ist ja jetzt nicht so das Problem. Der Wind heult. Ja, der Wind heult. Pfeife. Öhren. Kohle und Ziegen. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Oh, ein tenerischer Dolch. Und Armbrustbolzenschema. Dolch kann man sich direkt mal angucken. Der macht aber mehr Schaden. Oh, der macht mehr Schaden. Mehr Schaden als ein Schwert? Krass. Und dann? Danke. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ich will hier vorne das Zeug, was da auf dem Regal drauf ist. Hm. Irgendwas hier? Ich glaube nicht. Ich könnte mal gucken, was denn in diesen Briefen drin steht. Auftrag, Teufel bei den Brunnen. Bruder, wo bist du? Nachricht ins Mundes. Bratpfanne. Das ist wohl das, was am Anschlag war. Hm. Oder habe ich den jetzt nicht aufgenommen, hier die Dinger? Hm. Merkwürdig. Naja. Geben wir der alten Frau ihre Pfanne hier, zurück. Deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache.
Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Na, was steckt sonst denn dazu? Bratapfel. Was mitnehmen? Alchemistische Paste. Das kann man immer gebrauchen. Hey, was ist denn hier los? Hallo, lass du mal meinen Platz in Ruhe. Warg. Was ist denn hier los? Ja, ihr blöden Wölfe. So. Ein bisschen für Ordnung suchen, sorgen hier. Wolfsleber, Pusteblumen einsammeln. Jawohl. Hundeteig, wenn wir nie genug haben. So. Mehr Plätze. Wir müssen ja noch zur Nilfgaardischen Garnison. Mehr Wölfe. Oh, man kann auch vor Pferd kämpfen. Sehr schön. Beweg dich! Da ist noch ein Wolf. Naja. Verdammt, bist du hässlich. Was ist denn? Ja. Ja, das Kämpfen mit dem Schwert ist gegen so einen Wolf ein bisschen anstrengend. Los! Ah, ich bleib an einem Baum hängen. Weiter so, Plätze! Auf und davon! Die Straße lang. Oh, holla. Was ist passiert? Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Da läuft schon wieder so ein Wolf durch die Gegend. Lalala, hallo. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Komm her. Zwei Wölfe, einen und den Wagner. Da haben wir ganz schön viel Leben verloren, müssen wir ein bisschen Wasser trinken.
müssen wir doch mal jetzt mal diese also Quest doch mal annehmen hier, oder? Ist noch ein Wolf. Wolfsleber. Hier könnte man noch ein Fässer in Brand stecken. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Ja, aber was uns da im Sumpf erwartet, das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Und schauen, was denn da geblubbert hat und gewirrt. Ja? Und warum der Mensch sich mit diesem riesen Bogen auf dem Rücken nicht traut, in den Sumpf zu laufen. Ja? Hier, trinken noch ein Schlückchen Wasser. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Quali.